nach den möglichen Nutzen, aber auch nach dem potenziellen Schaden. Aus dieser permanenten Technik-Folgenabschätzung kommt Politik nicht raus. In diesen Kapiteln, dem Wissenschaftskapitel und dem Fortschrittskapitel, schlagen wir Leitlinien zur Beurteilung von Technik vor, was dann gilt für künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Form von Geoengineering und so weiter und so fort. Form von Geoengineering und so weiter und so fort. Form von Geoengineering und so weiter und so fort. Form von Geoengineering und so weiter und so fort. Dieser Schritt von Europa zu einer Währungsunion, zur Vollendung der Währungsunion, zu einer Finanz- und Währungsunion, zu einer fiskalpolitischen Union, ist der nächste Schritt, den wir wollen. Und der zieht natürlich eine parlamentarische Kontrolle, eine demokratische Kontrolle nach sich. No taxation without representation, ja, der alte Grundsatz der Demokratie, macht daraus folgerichtig den nächsten Schritt, der dann, so schlagen wir es vor, in der Finalität eine föderale Europäische Republik beschreibt. So schlagen wir es vor, in der Finalität eine föderale Europäische Republik beschreibt. Eine föderale Europäische Republik beschreibt. Föderale Europäische Republik beschreibt.